Kann Maika vertreffen. Jetzt fahren wir. Tusti, läuft schon? Ja, langsam geht aber gleich. Yeah! Also. Jetzt hätten es uns in die ersten 200 Meter fast schon geblitzt. Also ich meine, besser losgehen kann es ja nicht, oder? Folge wieder mal zum 10.000. Mal. Weiter geht's! Ist das gerade genug? Rot ist die Mitte. Warte mal, warte mal. Ah, er zittert schon. Zitter nicht. Ich hab, der ist schief. Der ist sehr schief. Wo der Meister noch selber stickert. Fuck. Fuck? Was heißt hier Fuck? Das war ein Ticken zu weit rechts. Oh, fuck, schief, oder? Nein. Nein, ist gut. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ah, meine, nicht, ne? Er hängt rechts leicht hoch, oder? rechts höher, oder? Ja, oder? Aber ich schief. Guten Morgen. Morgen. Schaut interessant aus. Bierflaschen, aufgesessen. Da war die Stelle. Ich würde gerne noch einen Platz kriegen auf dem. Oh, wir sind jetzt auf dem Weg zum Burger King Parkplatz und dann wahrscheinlich zum Messegelände und schauen mal, ob wir schon reinkommen. Sind mit der ganzen Crew hier am Start. Natürlich kompletter Chaotenhaufen, bis wir alle mal loskommen. Wir sind jetzt nach 9 Stunden angekommen gestern und gleich total herzlich empfangen worden und so. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist es dann doch einfach immer wieder wert, so weit zu fahren und so hoch in den Norden zu fahren. Ja, ich komme nicht dann drauf an, wie lange er ist dann. Ja. Aber das ist echt ein bisschen weiter. Ja. Halbes weniger. Das ist denn besser. Nur mit dem Originalen. Ja. Außerdem ist das im Kaufwagen gefahren. Das war ja besser. Ja. Aber ob das was wird? Ja, hast du das? Weißt du, oder? Nee. Ja, mein Gott. Und genau, und den Film, den brauchen wir auch. So groß mit so einem MC-Gewindeaufbau. Ja, ja, ich glaube, wenn ich den abflippe, ist die Tür komplett bricke.
Nochmal komplett. Hier kurz auf die Seite, das sieht ja doof aus. Denn die Toten Hosen müssen wir schon präsentieren. Das ist schon mal geil, oder? 98% der Batterie und 4,5 Ampere geladen. Hey, guckst die Fresse an, wir machen jetzt ein Video, ja? Ja, ihr müsst jetzt performen. Wir brauchen nur Zuschauer. Jetzt kommt. Das Geilste kommt. Wir sehen uns in 2 Stunden. Ja, oder in 5 oder morgen. Oder morgen. Also hast jetzt gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Und Leute, ich rette die See. Mann! Ich mach eine bessere dafür. Wenn die Füße kommen durch den Pilz. Genau, da ist nichts raus, drauf, außer Pflaster. Nur Pflaster. Kommst du da schon wieder raus? Mehr Competition. Gut. Das sind gute Geschäfte hier. Habt ihr sie wieder gehört? So, machen wir was über PayPal? Nein, oder? Hast du kein Bargeld oder was? Ich brauche noch. Oldschool steht überall, verstehst du? Und der kommt mit PayPal. Ich hab doch eben schon geshoppt wie bekloppt. Achso, du bist schon pleite. Ja, er steht hier ganz weit hinten. Du bist schon pleite? Ja. Fuck. Sollen wir da was leihen zum Heimfahren, oder? Ja, das wäre gut. Olli, ich nehme das. Ja, nimm's. Was kriegst du denn? Jetzt kann ich ein patiniertes gegen ein echt vergammeltes austauschen. Super, jetzt haben wir ja was. Aber weißt du, was? Nee, das ist echt schön vergammelt. Weißt du, was eigentlich so was passt? Jetzt schon wieder. Was kann das? Radkappen? Nee. Für dein Auto. Nee, die passen zu meinem Auto safe nicht. Also, die passen drauf. Achso, die passt bei allen möglichen. Das gibt's doch nur in Amerika, oder? Das ist das gleich. Nee, Kunststoff. Nee, Plastik geht nicht beim Waldkäfer. Das rostet ja gar nicht. Wir können, das müsste ich ja patinieren, aufwendigst. Ja, kannst du eh zusammen. Ja, kannst du raschieren. Wenn du alle mit dem Karten machst. Ja. Ja, geht! Sag mal, Laura, weißt du, wo die Toiletten sind? Auf dem Weg nach Hause, der Käfer brummt hinter mir her, Versorgungsschiff ist
on the way nach Bayern. Es war einfach so ein geiles Wochenende. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Das Wetter hat richtig gut mitgespielt. Wir sind sehr geflasht und wir haben richtig Bock auf das, was noch alles kommt das Jahr. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir so schnell wie möglich weiter heimkommen. Ich glaube, jetzt haben wir noch so 300, 400 Kilometer. Aber es läuft gut dahin. Und wir reißen jetzt den Rest noch durch, dass wir wieder schön in unser Bett kommen und das alles noch ein bisschen verarbeiten können und Revue passieren lassen können. Hast du Hunger? Nein. Frag mich einfach nicht. Wie lange haben wir noch heim? Keine Ahnung. Ich denke 200 Kilometer.